Also nochmal Servus von mir. Mein Name ist Martin Wallner. Ich bin einer der Initiatoren von Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich. Also wir sind eine überparteiliche Auslandsösterreicher-Initiative und wir versuchen Austauschmöglichkeiten zu schaffen zum Thema Doppelstaatsbürgerschaft. Wir versuchen Informationen bereitzustellen und Transparenz in den Bereich reinzubringen. Das Ganze hat im Sommer gestartet letztes Jahr. Und jetzt versuchen wir auch mit Politik und anderen Österreichern und einfach Menschen in Kontakt zu kommen, um für Verbesserungen in dem Bereich zu werben. Und dabei sind wir immer wieder auch natürlich mit den Parteien in Kontakt. Die sind die, die entscheiden. Und heute haben wir zwei tolle Gäste hier, zwei Gesprächspartnerinnen von den Regierungsparteien von den Grünen, die Faika El-Nagashi. Sie ist Sprecherin für Integration und Diversitätspolitik, Zivilgesellschaft und Tierschutz. Und Eva Ernst Cicic, Sprecherin für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt und mit uns zum Thema sprecht. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt, eure Arbeit im Parlament. Ihr habt ja nicht nur Doppelstaatsbürgerschaft als Thema, sondern ganz andere Dinge. Aber natürlich wäre es super, wenn wir danach auch kurz über diese Dinge sprechen könnten. Und für alle, die jetzt zuhören, ich stelle euch auf Mute. Einfach nur, damit das Ganze besser funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das in den Chat rein und ich stelle dann die Fragen, nachdem die beiden gesprochen haben. Super, also ihr sollt euch unmuten können, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, fangen wir mit, ich habe mit Faika das letzte Mal gestartet. Vielleicht fangen wir mit ihr an und dann mit Eva. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Martin. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich sage schönen Nachmittag, schönen Abend, vielleicht auch guten Morgen zu einigen von euch. Der Martin, also wir hatten schon vor einiger Zeit einen Austausch in kleinerer Runde und der Martin hat dann angeboten und es gab von uns auch das Interesse, uns ein bisschen auch größer mit euch auszutauschen und er war so freundlich, das auch zu übernehmen, hier mit den verschiedenen Zeitzonen uns alle zusammenzubringen. Und ich möchte auch gar nicht so viel jetzt über mich oder über meine politische Arbeit erzählen, weil ich glaube, für uns ist das Interesse groß, eure Situation auch besser zu verstehen und uns mitzunehmen, wo wir ansetzen könnten, um hier eine Veränderung oder eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Mir ist schon deutlich geworden in dem ersten Austausch, dass es sehr unzufriedenstellend ist und wirklich zu vielen ganz harten Situationen kommt, sei es jetzt in Bezug auf die Pflege von Familienmitgliedern und anderen Situationen, die nicht lösbar sind und auch das Gefühl, hier gewissermaßen eine Willkür zu haben, da die Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern nicht einheitlich sind. Und vielleicht nur einleitend zwei Sachen ganz kurz. Das eine ist, dass ich mir gedacht habe, dass es sehr sinnvoll ist, hier mir einerseits ein bisschen die Unterstützung zu holen, aber auch die Perspektive meiner Kollegin, der Abgeordneten Eva Ernst Cicic, die hier für Außenpolitik, aber Migration, Menschenrechte zuständig ist, weil wir bei dieser Thematik zwei Perspektiven haben. Wir haben ein bisschen die innenpolitische und wir haben aber auch ganz stark die außenpolitische Perspektive und eine Verbindung beider Bereiche. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir beide hier zuhören heute und dabei sind. Und das Zweite, was ich einleitend sagen möchte, ist, dass die Grünen sicherlich die Partei sind, das möchte ich vorweg schicken, die hier schon sehr lange sich einsetzen für die Möglichkeit, für eine breite Möglichkeit von Doppelstaatsbürgerschaften und grundsätzlich auch für eine Reform des Einbürgerungsrechts und des Staatsbürgerschaftsrechts. Österreich hat eines der restriktivsten Einbürgerungsrechte überhaupt und unser Zugang ist der, sehr nah an den Lebensrealitäten der Menschen zu sein. Und diese Lebensrealitäten verändern sich natürlich über die Jahre und über die Jahrzehnte. Und in der Hinsicht setzen wir uns ein, innenpolitisch gesehen, einerseits für ein Wohnsitzwahlrecht und andererseits aber auch für die Erleichterung der Hürden in Bezug auf die Einbürgerung, sei es jetzt Einkommensgrenzen oder auch die Wartefrist oder die Zeit, die Dauer bis dahin.
Also für uns ist das etwas, das sich schon lange in unserer politischen Geschichte wiederfindet, mit entsprechenden Anträgen auch aus der Oppositionsrolle immer wieder zum Thema Doppelstaatsbürgerschaft. Jetzt sind wir, wie es der Martin schon angesprochen hat, Teil der einen Regierungspartei im Regierungsübereinkommen. Da kann auch meine Kollegin mehr dazu sagen, weil sie bei den Verhandlungen dazu auch dabei war. Haben wir natürlich das Thema und die Themen eingebracht, aber wir konnten hier keine gemeinsamen Vereinbarungen finden. Das heißt, das Regierungsübereinkommen selber gibt als Grundlage hier sehr wenig her. Wir haben aber immer wieder aus einer tagespolitischen Aktualität heraus natürlich die Möglichkeit, noch einmal Themen aufzugreifen, Verhandlungen zu führen. Und von daher ist es sehr gut, wenn ihr euch an alle politischen Parteien wendet, wie ihr es auch macht, um hier zu sensibilisieren für die Anliegen und die Thematik, weil je größer und breiter das Bewusstsein bei allen Parteien ist, umso eher können wir wirklich weitergehen und etwas verändern. Und zum anderen ist das Thema auch immer wieder zuletzt aus einem sehr traurigen Anlass, nämlich dem Terroranschlag in Wien, wo eine öffentliche Debatte, politische Diskussion stattgefunden hat zum Thema Doppelstaatsbürgerschaft, aber im Zusammenhang mit dem Entzug der Doppelstaatsbürgerschaft für den Fall einer terroristischen Aktivität beziehungsweise der Verurteilung nach einem Terrorparagrafen. Also so kommt es medial manchmal als Thema stärker und dann überlegen sich die Parteien, wie sie dazu stehen oder wo sie eigentlich hingehen möchten. Ein anderes Thema war auch die Abschiebungen der Schülerinnen vor kurzem und in diesem Zusammenhang wieder die Frage nach Einbürgerungsmöglichkeiten. Wie sieht es hier aus? Wie hoch sind die Hürden und welche Möglichkeiten gäbe es da, Erleichterungen zu schaffen? Und auch das ist ein Punkt, wo wir mit dem Koalitionspartner schauen würden, im Gespräch zu bleiben und Erleichterungen zu schaffen. Aber wie gesagt, das ist ja stark so die innenpolitische Perspektive. Und da braucht es dann sicher für die Situation, in der ihr seid, noch einmal ein anderes Argumentarium und auch einen anderen Zusammenschluss vielleicht, um hier Druck zu machen für eine politische Veränderung. Jetzt war ich viel länger, als ich eigentlich sein wollte und ich übergebe jetzt an meine Kollegin. Okay, ich hoffe, es geht jetzt. Hört man mich? Ja, perfekt. Auch hallo meinerseits. Freut mich auch sehr, dass wir uns zu dem wichtigen Thema austauschen können. Und witzigerweise hat mich Facebook heute daran erinnert, dass ich vor genau 7 Jahren selbst in Österreich eingebürgert worden bin. Also Verleihung der Staatsbürgerschaft 2014, vor 7 Jahren, nachdem ich beschlossen habe, bei den Grünen damals zum ersten Mal zu kandidieren, wurde das eben notwendig und ich musste damals meine polnische aufgeben und kann mich gut erinnern, wie schwer ich mir getan habe, das eigentlich einzusehen, dass es notwendig ist und sozusagen selbst nicht wahrhaben wollte, wieso es nicht möglich ist, dass ich die polnische hier auch behalte. Es hat natürlich irrsinnig viele Ebenen. Zum einen ist das natürlich eine identitätsstiftende, ist aber ganz stark gebunden natürlich nicht nur an die Frage der Partizipation und die kann natürlich in einer globalisierten Welt auch mehrere Länder umfassen und nicht nur eins. Wir leben und arbeiten sicherlich ganz anders als noch irgendwie vor 50 Jahren. Das ist das eine. Also das aktuelle Staatsbürgerschaftsrecht entspricht dem einfach nicht. Zum anderen natürlich hat Österreich, wie Feiger gesagt hat, hier immer wieder die aufkommenden Debatten rund um die innenpolitischen Geschichten, wieso dürfen Kinder, die hier geboren worden sind, nicht automatisch diesen Anspruch, also das in Anspruch nehmen, bis hin aber eben zu Menschen, die im Ausland leben und diese aufgeben müssen und dann eben nicht mehr das Recht haben, in Österreich mitzubestimmen beziehungsweise mitzuwählen beispielsweise und so weiter und so fort. Zu den Verhandlungen, um das abzukürzen, weil die Position meinerseits deckt sich ja natürlich mit dem, was Weika schon gesagt hat, ist es so, dass wir in Österreich nicht nur keine Mehrheit dafür haben, sondern auch, dass die ÖVP hier eine andere Position
Position vertritt als die Grünen, die sich hier eben für Doppelstaatsbürgerschaften stark gemacht haben in der Vergangenheit und wie gesagt, das auch aufs Tapet bringen bei den aktuellen Debatten, genauso wie wir das bei den Verhandlungen gemacht haben. Umso wichtiger sind ja solche Kampagnen wie jetzt aktuell von SOS Mitmensch beispielsweise in Österreich und zum anderen aber eben Geschichten von Menschen wie von Ihnen, von euch, um sichtbar zu machen, wieso die Notwendigkeit da ist. Also ich bin davon überzeugt, dass es uns möglich ist, in der Politik etwas zu bewegen oder wirksam zu werden, wenn einfach sichtbar wird, dass unmittelbar Menschen von etwas betroffen sind. Und nur so kann man wahrscheinlich diese ganzen Lücken, die hier entstanden sind oder entstehen, zum einen schließen, beziehungsweise auch jenen, die nicht davon überzeugt sind, klar machen, wieso es diese Notwendigkeiten gibt. Damit schließe ich auch, weil, wie gesagt, mir ist wichtig, glaube ich, dass wir heute auch hören, vor welche Herausforderungen sie euch das stellt, um das auch mitnehmen zu können für die politische Arbeit, für unser Argumentarium, nicht nur dem Koalitionspartner gegenüber bei solchen Debatten, sondern natürlich auch für die Präzisierung womöglich auch unserer grünen Position, was es da innenpolitisch genauso wie außenpolitisch noch bräuchte. Und ich stehe mit dem Außenminister zum Beispiel in einem recht, intensiven Austausch zu diversen Themen. Und das wäre sicherlich auch eins, das ich dann mit ihm nach diesem Gespräch auch gerne besprechen würde, beziehungsweise auch mal dort ausloten wollen würde, was wir vielleicht angehen könnten. Insofern danke für die Initiative. Ich finde es ganz toll, dass es euch gibt, als weiß nicht, Verein oder zumindest Institution oder Zusammenschluss, weil es sicherlich auch uns hilft, in der Politik da aktiv zu werden. Super. Herzlichen Dank für die Einleitung von euch. Die erste Frage, die gekommen ist, ist also ich möchte das auch quasi klarstellen, die meisten von uns sind Auslandsösterreicher, Auslandsösterreicherinnen, haben die österreichische Staatsbürgerschaft und würden gerne eine weitere annehmen. Und es wird natürlich dann verbunden auch mit der Immigrationsdebatte, so wie in deinem Fall, Eva, dass du quasi nach Österreich gekommen bist und die österreichische annimmst und die behalten. Das ist ja quasi die gleiche Seite. Wir gehen woanders hin, nehmen dort eine Staatsbürgerschaft, wollen dort eine Staatsbürgerschaft annehmen, müssen dann aber die österreichische aufgeben. Wie kann man sich das in der Koalition vorstellen? Ist das einfach so, dass das gesagt wird, wir kümmern uns dann darum nicht, weil es da keine Einigung gibt? Oder warum wird dieses Thema nicht aufgegriffen, weil es so ein heißes Eisen mit der Immigrationsdebatte ist? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen erklären, warum. Die meisten anderen Länder erlauben es ja. Das heißt, es muss ja irgendjemand dagegen sein, damit es nicht passiert. Und es wäre interessant zu hören, was der Grund ist, warum in dem Bereich nichts getan wird, wenn die meisten anderen Länder, vor allem in Europa, das erlauben. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe die Frage quasi an beide gestellt, ich weiß nicht, wer sie beantworten will. Eva, aber es funktioniert nicht mit dem. Vielleicht muss ich dich immer wieder irgendwie freischalten. Genau, also ich werde immer wieder von euch, vom Admin, glaube ich, leise geschalten. Ja. Deswegen kann ich dann nicht gleich reden. Okay, passt. Ich finde die Frage sehr berechtigt und gut, aber da muss ich auf sozusagen die andere Hälfte der Koalition verweisen, weil, wie gesagt, unsere Position oder die Positionierung der Grünen hat sich ja diesbezüglich nicht geändert und deckt sich wohl auch mit den Anliegen jener, die hier sind, Stichwort eben die behalten zu können, beziehungsweise zwei zu besitzen und entsprechend die Rechte auch wahrnehmen können. Fakt ist aber, wie schon vorher gesagt, es gibt keine Mehrheiten dafür. Das heißt, auch unser Koalitionspartner bewertet jetzt dieses Anliegen als
nicht prioritär, wenn man so möchte. Das heißt, wir können immer sehr punktuell schauen, je nach eben auch der aktuellen Debatte, die in Österreich geführt wird, wie wir hier uns sozusagen vorwärts arbeiten, beziehungsweise eben auch diesem gegenüber entsprechend argumentieren. Ich denke, es braucht deshalb diese Kampagnen, es braucht diesen Druck, braucht die Sichtbarkeit von genau diesen Geschichten, um eben diese Notwendigkeit eben auch denen, die nicht davon überzeugt sind, klar zu machen. Ja, also wie gesagt, uns muss man nicht überzeugen, wir machen das auf jeden Fall zum Thema, nicht nur eben bei aufkommenden Debatten, sondern grundsätzlich als grüne Positionierung. Aber ja, vielleicht können wir heute auch gemeinsam überlegen, wie man das Thema nicht nur sichtbarer macht, sondern entsprechend eben auch auf jene Parteien vielleicht Druck macht, die das anders sehen, beziehungsweise jene abholt, wo es vielleicht Verbündete gibt. Also ich denke, weiß nicht, ob ihr auch Gespräche geführt habt mit den NEOS oder auch mit der SPÖ beispielsweise. Die FPÖ missbraucht ja sozusagen diese Debatte wiederum sehr oft für eigene Zwecke. Das ist vielleicht jetzt nicht für diesen Rahmen bestimmt. Aber wie gesagt, die politische Debatte darüber braucht es keine. Also ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist, wie wir die gemeinsam bewerkstelligen. Ein sehr aktuelles Thema ist natürlich Brexit und die Österreicher, die davon betroffen sind. Im vorigen Regierungsabkommen, das war jetzt nicht ein Regierungsabkommen, das die Grünen unterzeichnet haben, sondern ÖVP und FPÖ, ist damals eine Lösung für die Auslandsösterreicher angedacht worden. Das ist jetzt im neuen Regierungsprogramm nicht der Fall, also zwischen den Grünen und der ÖVP. Das sind über 30.000 Auslandsösterreicher, die stark davon betroffen sind, die das Land dann teilweise nicht verlassen können für längere Zeit, ohne diese permanente Aufenthaltsbewilligung in England dann zu verlieren. Ist das etwas, was vielleicht funktionieren könnte, wo man die andere Regierungshälfte sozusagen davon überzeugen könnte, hey, das ist jetzt ein akutes Problem, oder warum ist das im neuen Regierungsprogramm nicht drinnen? Ich mache wieder Unmute, wenn das wieder die Eva beantwortet. Oder die Feike das mal, okay? Ja, danke. Also grundsätzlich, so wie es die Eva auch geschildert hat, es ist ein bisschen spekulativ, wenn wir jetzt für die ÖVP argumentieren. Meine Frage wäre eher, welche Kontakte ihr auch dorthin habt oder wie Gespräche bis jetzt gelaufen sind, welche Rückmeldungen ihr bekommen habt. An sich ist es so, dass ihr mit eurem Anliegen in ein hoch ideologisch aufgeladenes Spannungsfeld hineingeraten seid. Und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr verschärft. Und das wird von der FPÖ ganz stark betrieben, aber natürlich ziehen andere Parteien, also die ÖVP ist da schon auch nachgezogen. Sobald es um Staatsbürgerschaft geht, ist es keine sachliche Diskussion mehr und keine sachliche Auseinandersetzung. Und daran zu rühren, dann ist das mit den Ängsten oder mit den Befürchtungen verbunden, dass es hier dann vielleicht Erleichterungen oder Lockerungen gibt und dass sich nicht nur auf eine Personengruppe begrenzen lässt, die ihr seid, wo da vielleicht der Konsens größer ist, parteienübergreifend, sondern dass das dann insgesamt hier zu Verbesserungen führen würde, die also aus rechten und rechtskonservativen Kreisen strikt abgelehnt werden. Dieses ideologische Spannungsfeld führt dazu, dass es in den letzten Jahren im Gegenteil Verschärfungen in dem Bereich gegeben hat. Also gab es einiges, ob das jetzt die Wartefrist anbelangt für Asylberechtigte, und jedenfalls die Aufladung auch. Also sobald von Doppelstaatsbürgerschaft die Rede ist, hat es eine Schlagseite hinein in die Kriminalisierung. Also zu sagen, Doppelstaatsbürgerschaften, da wird dann nicht über bestimmte Einzelfälle gesprochen, sondern dann wird das als pauschal gesehen mit einer Herkunftsgruppe verbunden. Ganz stark war das Thema Doppelstaatsbürgerschaft mit österreichischer und türkischer Staatsbürgerschaft. Da wurden Verfahren eingeleitet, da stand sehr, sehr viel an Betrug, an Kriminalisierung im Raum. Und das ist das, wie die Debatte geführt wird und stattfindet. Und es gibt diesen Fokus
absichtlich politisch in diese Richtung und nicht hier sachlicher zu diskutieren darüber, wie wir sehen jetzt zum Beispiel auch die Jugendlichen, die abgeschoben worden sind, die zum Teil in Österreich geboren wurden, nie woanders gelebt haben, hier ihren Bildungsweg gehen, ihre Bildungsabschlüsse erwerben und dann auch noch lange Jahre danach keine Möglichkeit der Einbürgerung haben, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und statt eben einer sachlichen Debatte gibt es eine innenpolitisch eine ganz stark emotionalisierte und ideologisch aufgeladene Debatte. Und ich glaube, dort den Spielraum dann zu finden, genau für eure Situation, ist politisch sehr herausfordernd. Wie gesagt, an uns liegt das überhaupt nicht, weil es ist in unserem Interesse, eure Situation zu verändern, aber auch darüber hinaus tätig zu werden in diesem Bereich. Und man müsste schauen, wirklich viele Verbündete zu finden und Verbündete auch in Reihen der ÖVP, die eventuell ein bisschen einen weiteren Blick haben, die auch im Ausland gelebt haben, selber, deren Familienangehörige vielleicht im Ausland leben, die einen Bezug dazu herstellen können, zu dieser Lebensrealität und es ein bisschen entpolitisieren können und die Bedürfnislage besser auch nachvollziehen können. Je mehr Verbündete, umso besser, parteienübergreifend. Und ja, vielleicht könnt ihr kurz was dazu sagen, ob ihr hier schon mal mit den anderen Parteien auch in Gesprächen wart. Also ich weiß, bei den Neos auf alle Fälle, weil es da auch eine stärkere Verankerung gibt. Aber SPÖ und ÖVP sind doch auch große Player in dem Bereich. Ja, also wir haben mit allen Parteien schon Kontakt gehabt, also allen im Parlament vertretenen Parteien, auch mit der ÖVP natürlich, die zweite Regierungspartei ist und größere Regierungspartei und natürlich die sich da eher querlegt. Uns ist schon aufgefallen, dass eigentlich die meisten ein offenes Ohr, also wirklich von FPÖ, ÖVP, alle haben ein offenes Ohr für die Anliegen, vor allem von Auslandsösterreichern. Diese Situation stärker halt bei ÖVP und FPÖ. Aber es tut sich halt nichts und wir versuchen da halt den richtigen Weg zu finden. Einer unserer Anliegen, die sehr stark scheinbar auf Resonanz gestoßen ist, dass man sagt, die meisten, also viele Auslandsösterreicher ziehen ins Ausland, weil sie sich der Liebe wegen, ja, oder bleiben dort wegen der Liebe wegen, haben dann eine Partnerschaft und da gibt es unterschiedliche Staatsbürgerschaften innerhalb der Familie. Die Kinder haben dann unterschiedliche Staatsbürgerschaften, die haben dann die Doppelstaatsbürgerschaft, die Eltern nicht. Einer der Ansätze, die man gehabt hat, man sagt, hey, es gibt ja eigentlich alle wollen, dass das innerhalb von einer Familie keine unterschiedlichen Staatsbürgerschaften gibt. Also da gibt es auch vor ein paar Jahren mal so eine parlamentarische Diskussion, die noch auf der Webseite vom Parlament ist und der Magister Hutzki vom Innenministerium, der für die Staatsbürgerschaftsabteilung zuständig ist, hat damals auch sich zu Wort gemeldet und gesagt, die einheitliche Staatsbürgerschaft innerhalb der Familieneinheit ist etwas, das man als Österreich quasi sich einsetzen soll. Ist das vielleicht ein Ansatz, wo man sagen kann, hey, wir wollen innerhalb der Familie mehrfach Staatsbürgerschaften erlauben, also wenn zum Beispiel ein Ehepartner eine Staatsbürgerschaft hat und der andere Österreicher, dann können beide quasi ihre jeweils anderen Staatsbürgerschaften annehmen. Das ist ein Modell, das zum Beispiel die Niederlande hat, die auch sehr streng mit der Staatsbürgerschaft sind. Ist das etwas vielleicht, was man durchbringen könnte, unter Anführungszeichen? Vielleicht kurz aufzeigen, wer sie beantworten will, dann kann ich sie unmuten wieder. Ja, also bist eh schon. Ja, dann sage ich ganz kurz vielleicht was dazu. Also soweit sind wir nicht, dass wir jetzt Modelle diskutieren. Und mir ist wichtig festzuhalten, dass es ja natürlich immer vice versa auch gilt. Ja, das heißt, wir können nicht diskutieren, die Staatsbürgerschaft von den Auslandsösterreichern, Österreicherinnen und zeigen ihre Berechtigung, die österreichische zu behalten, ja, vollkommen abgekoppelt von der innenpolitischen Debatte, wo es dann auch sozusagen geltend wäre, dass die Personen, die in Österreich eingebürgert werden, ihre behalten könnten. Ja, deswegen ist das, wie Feiger gesagt hat, natürlich ideologisch
entsprechend auch besetzt von allen Parteien, auch nicht umsonst. Und daraus resultiert auch die Schwierigkeit, überhaupt die Debatte sachlich führen zu können. Ja. Vielleicht etwas Positives. Weltweit gibt es schon immer mehr diesen Trend. Natürlich, wie ich vorher erwähnt habe, in einer globalisierten Welt entspricht das genau den Lebensrealitäten von uns allen, von unseren Familien, von sozusagen unseren Netzwerken, in denen wir uns bewegen. Und das ist eben nicht nur europäisch, sondern mittlerweile auch global. Und diese Debatte, wie gesagt, wird von immer mehr Leuten, glaube ich, mittlerweile auch verstanden. Ja, die Frage ist, wie kommen wir auch alle gemeinsam, samt der Verbündeten eben, die das auch so sehen, hin zu einer breiteren Diskurs in der Gesellschaft, so dass sichtbar wird, dass diese Notwendigkeit da ist. Ja. Ich denke, wir sind jetzt halt auch in einer Situation, wo es wichtig ist, oh je, Moment, das ist meine Kaffeemaschine, falls das im Hintergrund stört, wo ihr natürlich auch wenig verwunderlich nach Unterstützung in der Politik sucht. Ja? Die findet ihr, das können wir nur nochmals wiederholen, bei uns auf jeden Fall. Wichtig wäre aber eben überparteilich, glaube ich, Verbündete zu finden und hier womöglich auch alle an einen Tisch zu bekommen und dann erst überhaupt die Modelle zu diskutieren, die für Österreich adäquat wären. Ja? Also ich glaube, das wären so die nächsten Schritte, wo wir auf jeden Fall dabei wären und das unterstützen würden, aber wo ich denke, dass es ganz, ganz wichtig wäre, hier eben andere einzubinden, Stakeholder, Verbündete, Parteien, Experten, Expertinnen vielleicht auch, um eben diesen Diskurs mal zu starten. Das ist eine gute Frage gekommen, weil ihr das beide auch erwähnt habt, weil das Immigrationsthema eben mit der Doppelstaatsbürgerschaft in der Diskussion einfach eines ist. Also man kann das nicht voneinander trennen. Aber warum kann man das nicht voneinander trennen? Also ein Land kann ja zum Beispiel sagen, wie streng oder wenig streng es die Einwanderung handeln will. Aber die Doppelstaatsbürgerschaft hat in dem Sinn ja damit nichts zu tun. Ist es realistisch, dass wir dieses Thema trennen können? Dass wir sagen, Einwanderung, streng oder nicht streng, ist ein Thema. Und Doppelstaatsbürgerschaft ist ein anderes Thema. Gibt es da eine Möglichkeit in der Diskussion, das irgendwie zu trennen? Ich kann jetzt auch wieder nur aus unserer Perspektive antworten. Also ich glaube, eben uns geht es um mehr Veränderung hinsichtlich des ganzen Bereichs Einbürgerung und Staatsbürgerschaft, Wahlrecht, Partizipation. Wir nehmen aber, was wir kriegen können. Also das ist so unser Zugang. Also natürlich würden wir auch Schritt für Schritt Verbesserungen und Veränderungen zustimmen. Und wir scheuen auch die Debatte in der Thematik nicht, weil ich glaube, dass eigentlich allen klar ist und nachvollziehbar ist, was hier grüne Positionen sind. Allerdings sehen das nicht alle Parteien so. Und in der Politik ist es manchmal eben sehr verkürzt und sehr symbolisch, die Diskussion. Und ob jetzt die ÖVP bereit ist, sich einzulassen auf eine Diskussion, die gesehen werden kann als Veränderung oder Reform des Staatsbürgerschaftsrechts oder der Thematik Doppelstaatsbürgerschaft, das muss natürlich zuallererst die ÖVP beantworten. Es steht im Raum, also ich kann das eben nicht so pragmatisch einschätzen, ob das möglich wäre oder nicht, weil es eben eine politisch-strategische Frage ist der jeweiligen Partei, was sie glauben, sich zu dem Moment damit zu verbauen oder zu ermöglichen und wie die Abwägungen jeweils sind. Meines Erachtens müsste das Thema gar nicht so groß Thema werden, wenn man Verbesserungen schafft, um es nicht noch stärker oder noch weiter aufzuladen. Aber auch das ist eine Dynamik, die man nicht immer gut kontrollieren kann, wie stark dann doch das Medieninteresse ist und ob dann nicht sich dann daraus wieder weitere Fragen ergeben. Also warum wirklich nur für eine bestimmte Personengruppe hier eine Veränderung und für eine andere, nämlich die in der innenpolitischen Sicht, hier nicht, wo der Druck aber schon auch recht groß ist, auch zivilgesellschaftlich hier etwas zu verändern. Also natürlich kann es medial dann breiter werden und nicht ganz so kontrollierbar,
weswegen dann eventuell, aber das ist spekulativ, eine Partei sagt, wir wollen das gar nicht diskutieren. Also für uns gegenüber war es bislang immer so, dass es hier, dass hier gar keine Veränderungen gewünscht sind oder möglich sind. Aber ich sehe das auch so, dass man am ehesten das in eine Konkretisierung bringen kann, indem man überparteilich identifiziert die richtigen Ansprechpartnerinnen jeweils in allen Parteien und die sich zusammentun auf einer mehr oder weniger formalen Ebene, um hier weitere Konsultationen voranzutreiben. Ja, also eine interfraktionelle Arbeitsgruppe hin bis zu möglicherweise einer parlamentarischen Enquete zu dem Thema, was aber schon wieder etwas wäre mit sehr viel Öffentlichkeit. Also eventuell ist es besser, mal im Hintergrund das, was ihr zum Teil angesprochen habt, verschiedene Modelle oder Abwägungen, weil auch im Chat gekommen ist, unterschiedliche Rechtssysteme, die zu bedenken wären. Und was sind wirklich die Auswirkungen und was wären die Bereiche, wo dringender Handlungsbedarf da ist? Also eventuell die Nivellierung der unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer oder Lösungen für Härtefälle. Also wie könnten wirklich konkrete Verbesserungen ausschauen und sich hier einen Arbeitsauftrag zu geben und das in enger Abstimmung einerseits mit Juristen und Juristinnen aus der Legistik sich zu überlegen und andererseits mit euch, weil ihr aus der Praxis die Beispiele bringt und die Erfahrungen, um die es eigentlich geht. Super, danke. Zwei Kommentare nur, die ich einerseits aus dem Chat rauslesen will und hier einfach ins Video sagen will und auch Informationen von mir. Also die Schweiz zum Beispiel, hat jemand gesagt, ist sehr streng mit der Einwanderung. Es dauert 10 Jahre, bis man Schweizer werden kann und es sind teilweise auch komplizierter, aber ist halt sehr liberal mit der Doppelstaatsbürgerschaft. Also das vielleicht als Modell, das man bei den anderen Parteien dann werben kann. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Es ging immer darum, dass jemand ist Österreicher und möchte eine andere Staatsbürgerschaft annehmen oder jemand möchte nach Österreich einwandern oder Österreicher werden und die Staatsbürgerschaft behalten. Aber leider gibt es sehr viele Fälle von Österreichern, die jedes Jahr die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren, weil sie nicht wissen, dass sie die Beibehaltung zuvor beantragen müssen. Erst heute Morgen wieder hat mir jemand geschrieben, haben mir zwei Leute geschrieben, denen das passiert ist. Wir haben auch jemanden in der Runde hier, der das passiert ist, die Gudrun. Gut vorher geschrieben, dass du deinen Fall kurz vorstellst, nur zum zeigen, was hier auch los ist. Okay, hallo, ihr könnt mich hören? Ja. Okay, ich bin die Gudrun, ich lebe in England, bin 1997 ausgewandert, habe 2000 hier geheiratet, englischen Staatsbürger. Er konnte in Pension gehen 2014 und deshalb wir wollten zusammen reisen und ich habe mir überlegt, also im Ausland Englisch zu unterrichten und habe dann deshalb um die englische Staatsbürgerschaft angesucht, weil ich hier mein Aufenthaltsrecht nicht verlieren wollte und auch weil viele englische Institute in Asien zum Beispiel diskriminieren gegen Lehrer, die keinen Pass von einem englisch sprechenden Land haben und habe sie auch englische Staatsbürgerschaft 2012 bekommen. Ich habe mich nicht weiter mit den Österreichern abgesprochen. 2016 hatten wir Brexit-Referendum. Natürlich wahnsinnig mühsam, was auch immer. Ich habe dann an der Botschaft nachgefragt. Die haben gemeint, okay, wir kennen sie nicht mehr. Sie sind keine Österreicherin, bitte senden Sie uns Ihren Pass. Meine Mutter lebt alleine in Österreich, Niederösterreich, sie ist jetzt 71. Mein Mann hat 2017 dann um die irische Staatsbürgerschaft angesucht, ist jetzt Doppelstaatsbürger aufgrund Abstammung, väterlicherseits, obwohl er nie mit dem Vater gewohnt hat. Er war noch nie in Irland. Sie haben ihm trotzdem die irische Staatsbürgerschaft gegeben. Und ich muss jetzt praktisch, wenn ich meiner Mutter langfristig helfen möchte oder wenn sie Hilfe braucht, muss ich praktisch auf das EU-Recht meines Mannes zurückgreifen, dass ich in Österreich langfristig bleiben kann.
wo ich mir, es ist absolut absurd. Also ich war 41 Jahre lang Österreicherin. Die Rechtsanwältin in Österreich hat mir durchgesprochen, was möglich ist für Österreich. Die Niederösterreicher sind nicht interessiert. Anwältin in Wien hat mir empfohlen, dass ich doch vielleicht in Irland einwandern sollte. Englischer Rechtsanwalt hat gemeint, solange ich hier leben will, habe ich keine Chance, also ich kann sie schon aufgeben, die englische Staatsbürgerschaft, aber ich könnte hier nicht mehr weiter wohnen. Danke fürs Teilen, Gudrun. Bitte. Falka oder Eva, wer will was drauf sagen? Ja. Ja, vielen Dank auch für die Geschichte. Ich denke, das ist genau das, was wir eingangs gemeint haben, dass nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch zum Teil die Absurdität sichtbar wird, ja, an Einzelfällen. Und ich glaube, die braucht es auch, um genau diese Debatte, diese öffentliche Debatte anzustoßen und eben sichtbar zu machen, ja, welche Konsequenzen das letztendlich hat. Ja. Also vielen Dank dafür. Und vielleicht, verzeiht es wieder, jetzt ist wieder im Hintergrund ganz kurz ein Geräusch. Ich hoffe, Man hört das es nicht, hört ja. euch auch. Ich höre es nicht. Ja, okay, gut. Was vielleicht auch deshalb sinnvoll wäre, und das kann man auf jeden Fall auch anonymisiert machen, ist genau solche Fälle auch zu sammeln. Weil ja, aus der Erfahrung der politischen Arbeit wird Falka bestätigen, ist es sehr gut, einfach eben genau diese, nicht nur in der Öffentlichkeit, nicht nur medial, sondern auch sozusagen für die parlamentarische Arbeit als Beispiele benennen zu können, weil es dann greifbarer wird für viele. Und das Staatsbürgerschaftsgesetz eben gilt nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern eben für alle. Und in einem Land, wo das Fremdenrecht und auch die Asylgesetzgebung derart restriktiv ist, ist es aus meiner Sicht wenig verwunderlich, dass man sowohl im Inland diese Doppelstaatsbürgerschaften vermeiden möchte, das heißt auch sozusagen das Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft ist wirklich ein Hürdenlauf oder wird zu einem Hürdenlauf gemacht, wie eben vice versa, wie gesagt, wenn es darum geht, im Ausland die österreichische behalten zu können, weil es hier heißt, es ist ja freiwillig, diese Aufgabe. Also jemand verzichtet ja freiwillig auf eben Rechte und Pflichten und nimmt sozusagen eine andere Staatsbürgerschaft an. Und das wurde auch schon erwähnt und hat aber die Möglichkeit in diversen Ausnahmefällen, die man argumentieren kann, ein Ansuchen darauf zu stellen, diese behalten zu können. Also es gibt ja diese Ausnahmefälle, wo das ja auch möglich ist. Was hier anscheinend schon ein grobes Defizit ist, ist, dass viele gar nicht informiert werden, was dann passiert. Ja? Beziehungsweise hier sozusagen von den jeweiligen Botschaften, auch das kann ich gerne mitnehmen, es nicht ausreichend Informationen gibt oder Aufklärung auch gibt, was eben passiert bei einer etwaigen sozusagen Annahme einer anderen Staatsbürgerschaft. Also dem kann man sicherlich besser begegnen als jetzt im Moment. Ja, und grundsätzlich vielleicht eben auch schauen, dass diese Ausnahmefälle bei dieser Bewilligung der Beibehaltung erweitert werden können. Also da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein erster Schritt wäre, mal die Debatte zu beginnen, zu schauen, okay, wenn man das schon beantragen muss, was kann man geltend machen? Also wann ist es berechtigt, eben die österreichische zu behalten? Falke, ja. Ja, vielleicht daran anknüpfend, ein Punkt, den ihr das letzte Mal auch schon angesprochen habt und der vielleicht auch ein Hebel sein kann, um jetzt noch einmal Diskussionen mit mehr Nachdruck zu führen, ist die Pandemie und die Herausforderungen im Zuge dessen, auch in Bezug auf Betreuung eventuell oder auch ja, zeitweise Lebensmittelpunktveränderung und Lebensentscheidungen dadurch. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen ausführen, inwiefern das
sich jetzt ausgewirkt hat bei euch und auch die Frage von der Eva aufgreifend, ob ihr so etwas wie ein Dossier vielleicht habt mit einigen der Fälle, die aufzeigen, hier, wie absurd die Verschränkungen sind und uns auch ein bisschen etwas mitgeben können. Ich habe gelesen, im Chat hat jemand geschrieben, dass morgen mit Minister Schallenberg, glaube ich, ein Zoom stattfindet. Ist natürlich sehr interessant, erst einmal die erste Reaktion auf diese Thematik und ob hier ein grundsätzlich erkannt wird, dass Handlungsbedarf besteht. Ich meine, Brexit ist sicher auch so etwas, das auch noch einmal einfach den Blick öffnen können muss darauf, dass hier Situationen entstehen, die nicht mitbedacht waren. Und ja, in der Hinsicht würde mich interessieren, eben von euch zu hören, wie ihr dieses Thema mit der Pandemie verbunden noch einmal vorantreiben könnt. Das ist ein super Punkt, Falke. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Gruppe so viel Zulauf gefunden hat innerhalb so kurzer Zeit. Die Pandemie hat einfach gezeigt, dass man sich auf eine permanente Aufenthaltsbewilligung, Green Card, was auch immer man hat, nicht am Ende des Tages nicht verlassen kann, sondern Staaten anerkennen dann doch nur die Staatsbürgerschaft. Ein Punkt noch zu Gudruns Fall. Also wir rechnen damit, dass ca. 2000 Menschen pro Jahr die österreichische Staatsbürgerschaft wahrscheinlich unwissentlich verlieren. Einfach das in Hochrechnungen, es gibt keine Daten dazu, das Außenministerium, Innenministerium, das sind Leute, die uns verloren gehen als Land. Und das ist einfach, ich glaube, fürchterliche Situation. Auch zu dem, was du gesagt hast, Feike, es gibt ja Ausnahmen, es gibt ja die Möglichkeit, die Doppelstaatsbürgerschaft zu bekommen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sagen muss, dass die Doppelstaatsbürgerschaft, wenn man die jetzt einführt in Österreich, eigentlich keine, also wenn man die Änderungen, die wir fordern, wirklich bringen würde, dass das eigentlich gar keine große Änderung bedeutet. Es gibt nämlich schon so viele Doppelstaatsbürger in Österreich, also Menschen, die mit einer mehreren Staatsbürgerschaft geboren sind, also Kinder, also wenn die Eltern mehrere Staatsbürgerschaften haben, 20% aller Ehen, das sind jetzt nur Ehen, in Österreich werden zwischen Österreicher und Nichtösterreicher geschlossen. All die Kinder haben ja eine Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt, es geht hier eigentlich um einen sehr engen Kreis am Ende des Tages an Menschen, die diese Beibehaltung brauchen würden. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, die wir in die Köpfe bringen können von den Parteien. Und zu dem Punkt, ja, wir haben ein Dossier, wir versuchen auch einen groben Gesetzesvorschlag zu machen, und ich werde das dann auch nachher euch beiden, also das Dossier, was wir haben, euch schicken, da sind auch gute Fälle drinnen, und wir wollen das natürlich auch immer erweitern, und dass hier auch ein, wenn ihr, also als Zuhörer, Mitglieder von uns, Fälle habt, dass ihr uns die schickt, damit wir die sammeln können. Ich habe jetzt geschaut, ob da jetzt neue Fragen sind, die ich verpasst habe. Gibt es noch eine Frage? Ich hab noch ein paar Fragen, ansonsten gibt es noch Fragen aus dem Chat, die ich vergessen habe. Bitte nochmal posten, weil ich bin heute alleine mit dem Chat checken, und das ist ein bisschen kompliziert. Mir ist grundsätzlich auch interessiert, so als Juniorpartner in der Koalition, gibt es da Möglichkeiten, solche Dinge anzubringen? Ich habe jetzt schon gesagt, ihr könnt vielleicht mit dem Schallenberg, mit dem Außenminister sprechen. Was bringt sowas wirklich? Also hat das einen Einfluss, oder gibt es da welche Ebene drüber, oder welche anderen Faktoren sind da wichtiger? Also ich glaube, das würde die Leute vielleicht auch interessieren. Man denkt sich, ihr seid in der Regierung, ihr müsst ja eigentlich was machen können, aber natürlich funktioniert das nicht so. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen auch uns erklären, wie so eine Arbeit in der Regierung funktioniert, wie man solche Dinge einbringen kann. Eva oder Falke, ja. Ja, also zuallererst einmal ist das Regierungsübereinkommen die Grundlage der politischen Arbeit in der Legislaturperiode. Das ist mal das Erste. Je mehr das Regierungsübereinkommen hergibt, umso besser die Umsetzungsmöglichkeiten. Also viele Sachen im Regierungsübereinkommen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch das eine oder andere Kapitel, das auch für euch relevant ist, angeschaut. Viel ist, das nennen wir Prosa.
Das ist Text, der sehr unspezifisch ist, der nicht konkretisiert ist, der nicht mit einem Umsetzungszeitraum versehen ist, nicht mit konkreten Maßnahmen. Und das heißt, einerseits ist das zwar die Grundlage, das Ergebnis dessen, was verhandelt worden ist, aber gleichzeitig beginnen die weiteren Verhandlungen sofort, nachdem das Regierungsübereinkommen steht, nämlich darüber, wie wird denn das jetzt dann tatsächlich operationalisiert? Welches Gesetz entsteht daraus? Was steht da drinnen? Was verstehen wir darunter, wenn wir sagen, Ausbau von etwas? Das kann alles Mögliche sein. Es ist von der Dimension her ganz unterschiedlich. Das heißt, wir sind eigentlich permanent in Verhandlungen, um das Regierungsübereinkommen umzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn es um Materie geht, die nicht im Regierungsübereinkommen drinnen steht. Da kann es die Haltung geben, passiert nicht, weil darauf konnten wir uns nicht verständigen oder einigen. Und deswegen aus beiderseitigem Interesse, das ist ja auch ein Schutz für beide Seiten, beginnen wir da gar nicht erst das aufzurollen und zu verhandeln. Gleichzeitig gibt es dann tagesaktuell politische Momente, die Verhandlungen notwendig machen. Und die Pandemie zum Beispiel ist dann ein Beispiel dafür. Mit der Pandemie, davon steht kein Wort im Regierungsübereinkommen, haben wir ständig den Bedarf, zu gestalten. Also wir können auch nicht warten und uns da hier auch zu verständigen und zu einigen. Jetzt ist das eine Materie, die sich nicht sehr gut zum Abtausch eignet, weil das ist wirklich etwas, das von beiden Seiten gut und im Sinne der Sache und der Bevölkerung auch gehandhabt werden muss. Es gibt aber andere Themen, die aufschlagen plötzlich, die unerwarteterweise kommen. Und da kann ich sagen, zum Beispiel das Antiterrorpaket ist so etwas. Das steht auch nicht im Regierungsübereinkommen, aber es gibt Anklänge davon schon, ja, weil die Thematik an sich schon gesehen worden ist. Aber in dieser Dringlichkeit des Moments, in dieser so umfassend und so konkret wurde es durch einen Vorfall und dann natürlich sehr viele Verhandlungen im Zuge dessen. Und so ergeben sich auf verschiedenen Seiten eben diese Verhandlungsmomente mit unterschiedlicher Qualität, in die das eine oder andere Thema eingebracht werden kann von beiden Seiten. Das versuchen wir natürlich. Genauso gut kann es etwas sein, das wir gar nicht bedacht hatten bis jetzt, wo wir gar nicht so weit auseinander liegen eventuell und merken, da kommen wir eigentlich zusammen, da finden wir einen Kompromissbereich und es ist wichtig und wir gehen hier um die Umsetzung und wir machen es. Und viel außenpolitische Materie ist hier auch im Spiel und wir hatten gerade diese Woche den außenpolitischen Ausschuss, weil sich ja außenpolitisch sehr viel mit einer großen Dynamik auch entwickelt. Und hier auch die Frage ist, wie positioniert sich Österreich? Wie aktiv wird Österreich? Welche Möglichkeiten gibt es hier auf einer EU-Ebene, auf einer globalen Ebene, gerade mit einem Menschenrechtsfokus oder entsprechend dem, was wir auch vereinbart haben, wie die österreichische Außenpolitik sich gestalten soll? Aber ich will dazu jetzt gar nicht noch mehr sagen, weil ich gebe an die Eva als außenpolitische Sprecherin, die das sicher noch viel besser ausführen kann. So, jetzt geht's wieder. Okay, drei Dinge finde ich sehr gut, dass der Außenminister Schallenberg mit euch einen Termin wahrnimmt und sich das anhört, weil ich ganz sicher, wie gesagt, bei ihm auch diesbezüglich anklopfen werde und mal mit ihm auch versuchen, genau das heute ihm klar zu machen oder diese Notwendigkeit einfach auch mitzunehmen, wie gesagt, in unsere nächste Besprechung. Das ist auf jeden Fall gut und ich denke, kurz. Er ist einer. Ja, es ist nicht mit uns, sondern es ist mit dem, mit der Botschaft in London organisiert. Es sind nur viele von unseren Mitgliedern dort auch dabei. Also es ist nicht mit uns. Okay, gut. Aber ja, gut, dass er sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Ja. Leider bisher nicht geschafft mit dem Außenministerium. Vielleicht ist das auch eine Idee, beziehungsweise ja, ich kann auch das gerne mitnehmen, dass hier das vielleicht super, das Anträge mit uns auch wäre, genau mit dem Außenministerium hier direkt
in Kontakt zu treten. Wie gesagt, Einzelfälle machen das greifbar. Ich denke grundsätzlich, dass man hier für die Thematik abholbar ist, was eben Rechte und Pflichten von Auslandsösterreichern, Österreicherinnen anbelangt. Es gibt ja auch einen Fonds beispielsweise, der hier gut funktioniert und gute Beispiele auch dafür, wie Österreich sich um diese Menschen auch kümmert, wenn man so möchte. Und die Pandemie ist auch schon angesprochen worden. Da hat es ja auch eine große Rückholaktion gegeben, die, glaube ich, auch sichtbar gemacht hat, dass dem Außenministerium die Auslandsösterreicherinnen jetzt nicht egal sind in dem Sinne. Und vielleicht ist die Pandemie tatsächlich auch deshalb ein guter Aufhänger dafür, diese Debatte jetzt auch zu beginnen, beziehungsweise eben in Richtung Außenministerium hier auch entsprechend zu formulieren, weil eben jetzt gerade für viele es wichtig ist, zum einen an das Herkunftsland angebunden zu bleiben, an die Familie, die meist noch dort lebt, und zum anderen aber auch Rechte wahrzunehmen in jenem Staat, in dem man eben sozusagen größtenteils die Zeit verbringt oder beruflich sich niedergelassen hat. Insofern, ja, denke ich, guter Anlass, nehme ich, wie gesagt, mit und wäre vielleicht sogar abseits von den Vereinbarungen oder den fehlenden Vereinbarungen an der Stelle im Regierungsprogramm diesbezüglich ja vielleicht sogar optimistisch, dass man diese Debatte jetzt auch führen kann. Und wie gesagt, bin sehr froh, wenn wir da auch von euch eben so ein Dossier bekommen, damit wir uns das genauer anschauen können oder eben sei es in die grün-internen Diskussionen diesbezüglich mitnehmen oder auch eben in die koalitionären Gespräche mitnehmen. Ja, also wie die Feige, ja. Vielleicht nur eine Anmerkung, weil ich öfter gelesen habe im Chat die Frage, ob nach unserer Einschätzung, ob es etwas bringen würde, in Zeitungen zu inserieren. Ich denke, also mein Zugang wäre der, wenn es mediale Berichterstattung darüber gibt, aktuell zum Beispiel verbunden mit Brexit einerseits oder mit der Pandemie andererseits oder auch die eine Geschichte, die Erzählung, es tut mir leid, es so zu nennen, es ist sehr berührend und auch sehr dramatisch, die Schilderung im Chat vorhin. Also diese Fälle aufzugreifen und wirklich medial darüber zu berichten und vielleicht eine Art Medienkooperation mit der einen oder anderen Zeitung. Es ist ja relativ egal, ob es jetzt bürgerlich ist oder progressiv, aber wirklich darüber zu berichten, wie vielfältig diese Fälle sind, was alles damit einhergeht, dass das hier Existenzen dahinter sind und nach einer Möglichkeit zu suchen, vielleicht regelmäßig hier den einen oder anderen Fall zu schildern. Das wäre eher meine Einschätzung als ein Inserat oder eine Annonce, weil dort fehlt das nachvollziehen zu können, was das eigentlich bedeutet. Es ist oft eine Sichtweise, die sehr viele Privilegien damit verbindet, so quasi, naja, selbstverantwortlich, entweder oder, man muss sich entscheiden können. Es ist diese Aufladung da, Staatsbürgerschaft ist das höchste Gut, lässt sich auch nicht vom Wahlrecht trennen und auch ein bisschen mit einer Ebene wird oft gespielt von Loyalität. Man muss sich ja irgendwie entscheiden, wo liegt diese Loyalität. Ich finde das alles nicht legitim, ja, möchte ich nur in aller Deutlichkeit sagen. Aber das schwingt oft mit. Und ich glaube, auch diesen fast nahezu Feindseligkeiten zu begegnen mit einer Antwort, die zeigt, um so etwas geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass es hier Menschen sind, die mehr Privilegien haben wollen oder es sich einfacher oder besser machen wollen, sondern es geht hier um ganz dramatische Situationen, weil sonst würde man auch diese Behördenwege und all das nicht auf sich nehmen und wie viel Verzweiflung da auch dahinter steckt. Danke für den Punkt, Falk. Es ist auch unser Eindruck jetzt, den wir da gesammelt haben, dass die Leute, die sich leisten können, die Connections haben, die Verbindungen, die Doppelstaatsbürgerschaft ohnehin bekommen. Das heißt, es wird leider für viele unmöglich gemacht. Das ist kein Privileg, das zu bekommen, aber das ist natürlich schwer zu kommunizieren. Zu dem, was Eva vorher auch noch gesagt hat, dass das Ganze nicht so medial vielleicht groß werden soll, sondern dass man vielleicht
kleine Änderungen macht, die aber sehr einen großen Einfluss auf viele Menschen haben können. Ich glaube, das können wir anbieten. Da gibt es ja viele Beispiele, die wir in diesem Dossier gesammelt haben, Vorschläge, die vielleicht jetzt nicht so eine große Welle schlagen müssen, medial, aber wirklich für viele in unserer Gruppe oder die meisten die Probleme lösen könnte und die jetzt nicht als eine komplett Veränderung der derzeitigen Situation bringen, die viele, also inklusive mir, sich wünschen. Also ich muss ganz offen sagen, desto mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ich glaube, dass das Richtige ist, dass man einfach die Doppelstaatsbürgerschaft für beide Seiten zulässt. Aber man muss natürlich, wie Falk auch vorher gesagt hat, mit Kompromisse schließen und das nehmen, was man kriegt. Ja. Also danke, dass ihr euch das so annehmt. Wir haben noch 3 Minuten. Wir haben gesagt, wir wollen immer pünktlich sein. Gibt es noch eine Frage, eine letzte, die ich stellen kann für uns? Also vorher ist auch gekommen, ob es eine Liste an Gründen gibt, die man nennen kann, um die Beibehaltung zu bekommen. Also ich würde immer an unsere Gruppe weiterleiten. Da kann man sich austauschen darüber, es gibt keine Gründe, aber die Eva wird sich mit uns melden, ja? Ja, also es ist sogar auch auf der Seite vom Außenministerium angeführt, was sozusagen die Ausnahmeregelungen sind. Also an erster Stelle steht, und das kommt auch am öftersten zur Anwendung, wenn es im Interesse der Republik ist. Ja, also das kennt ihr alle bei Sportlerinnen beispielsweise und Sportlern. Oder wenn man eben irgendetwas Besonderes erschaffen hat und das eben im Interesse der Republik ist, dass eine Person eben die Staatsbürgerschaft beibehält. Das ist auch hier vice versa so, dass man nicht erst die ganzen Hürden durchlaufen muss in Österreich, um eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn der Staat oder wenn die Republik eben der Meinung ist, es besteht ein besonderes Interesse. Ja, also ihr kennt alle die Beispiele. Genau. Und aber wie gesagt, ich kann das auch gerne vielleicht schicken, sonst genau diese Ausnahme Regelungen, falls das von Interesse ist. Darf ich da nur kurz einhaken, weil das ist für viele, dass das auch klar ist. Ich weiß, ihr zwei beschäftigt euch stark auch mit der Einwanderung und da ist es ja das besondere Interesse der Republik. Also man muss ein Spitzensportler sein, eine Prepko-Opernsängerin. Für die Beibehaltung ist es das Interesse der Republik. Also die Hürde ist nicht das besondere Interesse, sondern Interesse. Ich glaube, das möchte ich nur unseren Mitgliedern auch sagen. Also man muss jetzt nicht ein Spitzensportler sein, um Interesse der Republik das bewilligt zu bekommen. Und unser Eindruck ist, dass das relativ viele Leute bekommen, die jetzt vielleicht ein Empfehlungsschreiben von irgendeinem Konsul bekommen oder bei irgendeinem Österreicher Verein dabei sind und solche Dinge. Wie gesagt, das ist keine sehr saubere Lösung, aber scheinbar entscheiden manche Behörden da sehr großzügig. Ja. Gut, also wir sind jetzt beim Ende. Habt ihr noch zum Schluss Dinge, die ihr uns sagen wollt, ihr zwei? Vielen Dank für den Austausch, möchte ich vielleicht noch sagen. Wie gesagt, die Notwendigkeit ist aus meiner Sicht nicht nur gegeben, sondern von unserer Seite, also seitens der Grünen, ist auch die Sensibilisierung da. Also das zweifelsohne. Die Frage ist eben, wo gibt es die Verbündeten, die mit uns gemeinsam und mit euch diesen Diskurs starten und versuchen, sich da vorzuarbeiten, ja, und sei es eben bei Klarheit, was jetzt das Interesse der Republik ist beispielsweise, was das alles inkludiert, dass es da mehr Transparenz gibt, beziehungsweise mehr Durchlässigkeit womöglich, oder sei es, dass man eine grundsätzliche Debatte darüber führt, wie wichtig es eben ist, in einer globalisierten, komplexen Welt das zu garantieren, dass eben österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen nur bei der Verlagerung von ihrem Lebensmittelpunkt jetzt nicht eben den Bezug zu Österreich auch durch dieses Dokument verlieren letztendlich. Ich denke, um das geht es. Insofern, ich nehme das, wie gesagt, sehr bewusst auch mit zu meinem nächsten Gespräch auch mit dem Außenministerium und freue mich auch über weiteren Austausch hier mit euch. Und ja, danke, Falk, auch an der Stelle, dass du mich hier mit einbezogen hast für eben genau diese außenpolitische Komponente.
Ja, von mir auch vielen Dank an euch alle für den Austausch. Ich glaube, ich kann auch für unsere Partei sprechen, wenn ich sage, wir sehen den Handlungsbedarf. Wir werden auch sicherlich, ich glaube, da kann ich auch für meine Kollegin sprechen, innerhalb des Parlamentsclubs auch noch einmal für das Anliegen werben. Gerne auch, wenn wir von euch noch Unterlagen bekommen haben, um es ein wenig zu konkretisieren. Wir werden auch inhaltlich dranbleiben, also die EVA direkt mal in einer Aussprache mit dem Minister Schallenberg und gerne auch in informellen Gesprächen zuerst mal mit den anderen Fraktionen. Wir haben nächste Woche Plenarwoche, das heißt, wir haben drei Sitzungstage, drei sehr lange Sitzungstage, wo es viel Gelegenheit gibt, dieses Gespräch zu suchen, mit dem einen oder anderen gegenüber auch mal auszuloten, wer hier ein bisschen eine Sensibilität vielleicht für das Thema haben könnte. Und wir bleiben mit euch sehr gerne im Kontakt. Martin, über dich, wenn wir dürfen, von beiden Seiten aus, tretet gerne auch wieder an uns heran in einiger Zeit und wir vielleicht auch an euch, wenn wir Fragen haben oder auch unsere Mitarbeiterinnen, um noch etwas abzuklären. Vielen Dank und schöne Resttage, welche Tageszeit auch immer ihr habt in euren Zeitzonen. Herzlichen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Wir nehmen mit, dass ihr unser Anliegen voll unterstützt, dass ihr euch einsetzen wollt. Und das ist sehr, sehr erfreulich. Es gibt fast 600.000 Auslandsösterreicher, zwei Drittel davon wollen eine Doppelstaatsbürgerschaft. Also das ist ein Riesenthema für uns Auslandsösterreicher, aber natürlich für Österreich generell. Und ja, danke für die Zeit, danke für die Informationen und die Hilfe in dem Bereich und euch auch alles Gute für eure weitere politische Arbeit und die anderen Themen, an denen ihr arbeitet. Und ja, wir bleiben auf allen Kontakt und ich schicke das Dossier und alles und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr das gemacht habt. Danke.